Holzenkamp für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich habe den Eindruck, hier tun manche so, als wenn wir jemanden zu Grabe tragen will. Wir wollen Hilfen für Landwirte. Du hast gesagt, Willem, die Situation ist ernst. Sie ist ernst, aufgrund der dramatischen Marktsituation. Wir wissen, dass wir politisch Märkte nicht ersetzen oder absolut steuern können. Das wissen wir. Und deshalb bringen wir flankierende Maßnahmen auf den Weg. Und meine Damen und Herren, das ist erstmal ein Grund zur Freude. Wir tragen niemanden zu Grabe hier. Wir wollen Strukturbrüche vermeiden. Deshalb kümmern wir uns. Deshalb wollen wir unserer Verantwortung gerecht werden, gerade für den ländlichen Raum, für Bauernfamilien, weil wir wissen, dass der ländliche Raum ohne Bauernfamilien ja sein Gesicht und letztendlich auch sein Herz verliert. Und deshalb tun wir was. Und natürlich kann man immer sagen, ist zu spät. Als Union nehme ich für uns in Anspruch, dass wir den Pakt für die Landwirtschaft mit einem großen Maßnahmenpaket fraktionsintern bereits wesentlich vor der Sommerpause auf den Weg gebracht haben. Und heute sprechen wir daraus über zwei Maßnahmen. Es geht ja beim Gesamten um viel mehr Maßnahmen. Einmal die europäischen Hilfen, die wir immerhin verdoppeln. Herr Kollege Ostendorf, mit Mengendisziplin, ja, die von der Wirtschaft gelebt wird, nicht staatlich rein gesteuert wird. Das haben wir auch letztendlich immer gesagt. Die Grünen haben es immer gefordert, das ist richtig. Widerspreche ich aber gar nicht. Aber hier haben wir was gemacht und es hat Wirkung entfaltet im Land. Da sollten wir uns drüber freuen. Und jetzt bin ich persönlich und unsere Fraktion froh, dass das Bundesfinanzministerium bereit war, die 58 Millionen auf 116 Millionen zu erhöhen. Das ist eine große Leistung. Herzlichen Dank dafür auch an die AG Finanzen. Dazu das Thema Gewinnglättung. Also wenn man das in Frage stellt, das ist eine Art Risikoausgleichsrücklage. Da muss man sich da mal mit beschäftigen. Und meine Damen und Herren, wir haben bewusst, auch weil der unser Koalitionspartner es wollte, es auf Personengesellschaften begrenzt. Aber warum? Weil Kapitalgesellschaften einen konstanten 15-prozentigen Körperschaftsteuersatz hat und eben nicht eine Progression hat. Und so wird auch letztendlich eine gewisse Logik daraus. Und Herr Ostendorf, wenn Sie sagen, nur Milch müssen wir helfen. Nein, das stimmt nicht. Schweinebetriebe haben Probleme. In diesem Jahr haben auch Ackerbaubetriebe Probleme. Sonderkulturbetriebe haben Probleme. Wir fühlen uns für den gesamten ländlichen Raum verantwortlich. Offensichtlich ist das bei Ihnen nicht so unbedingt so. Wir hätten gerne mehr gewollt. Wir wollten nicht die Freibeträge nur auf Basis von Landverkauf, sondern wir wollten Freibeträge, steuerliche Freibeträge generell für Schuldentilgung, aber nur für Betriebe, die tatsächlich angewiesen sind oder wären auf Liquiditätsdarlehen. Auch das wäre zielgerichtet gewesen. Trotzdem, auch wenn das nicht gelungen ist, finde ich, sind diese Maßnahmen zuerst mal ein großer Erfolg. Und man muss sie im Zusammenhang mit den anderen sehen, mit den 70 Millionen des ersten europäischen Hilfspaketes vom letzten Jahr, mit den 150 Millionen für eine freiwillige europäische Mengenreduzierung, mit dem Agrarmarktstrukturgesetz, wo natürlich die Branche bislang viel zu wenig getan haben, mit dem Bundeszuschuss, den wir um 78 Millionen immerhin erhöht haben, zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung, meine Damen und Herren. Und wir haben erreicht, dass das auch aufs nächste Jahr noch verstetigt wird. Und dann machen wir auch noch ein Bürgschaftsprogramm, vorgesehen im Haushalt 2017. Meine Damen und Herren, das ist ein Gesamtpaket, wovon alle Betriebsstrukturen letztendlich profitieren. Wir wollen keine Partikularinteressen vertreten, sondern den gesamten ländlichen Raum. Und das leisten wir damit, meine Damen und Herren. Somit sind die Maßnahmen ein Erfolg, stellen eine echte Hilfe für unsere Landwirtschaft dar. Wir müssen es schnell machen. Ich hätte auch gerne mehr Zeit, lieber Kollege Priesmeier. Aber wir wollen, dass das Verfahren der Entwurf noch den Bundesrat erreicht, damit die Mittel auch wirksam werden im nächsten Jahr.
und dann lass uns mal nicht so anstellen und die Dinge dann auch zügig umsetzen. Ich bin jedenfalls allen Beteiligten sehr dankbar, dass wir letztendlich auch in der Koalition diesen Weg dann miteinander gehen wollen. Und ich möchte an dieser Stelle auch mal die Bundesländer auffordern, denn auch mal zügig mitzugehen. Wir haben über ein Jahr lang nur Forderungen gehört, aber es wurde nichts geliefert. Im Übrigen wurde diese Gewinnglättung massiv von der AMK eingefordert. Ich bin mal sehr gespannt, ob dann der Bundesrat zügig letztendlich mit uns mitgeht, damit wir den Bauern in Deutschland denn auch zügig helfen können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Maßnahmenpaket zeigt, es ist nie genug, Herr Kollege Ostendorf, meinetwegen, aber dass wir Landwirtschaft und auch Lebensmittelerzeugung in Deutschland im Mittelpunkt unseres politischen Handelns stellen und dass wir uns zur Lebensmittelerzeugung in Deutschland ausdrücklich bekennen. Und in einer Zeit, wo viele Landwirte immer stärkeren Anfeindungen letztendlich unterliegen, unterstreiche ich das ganz besonders, weil ich finde, die Bauern in Deutschland, die haben Unterstützung und Anerkennung für ihre tagtägliche Arbeit verdient, bei allen Veränderungsnotwendigkeiten, die auch in kürzerer Zukunft auf uns zukommen werden. Aber sie haben Unterstützung und Anerkennung verdient. Und dafür werden wir als Unionsfraktion. Herzlichen Dank und bitte um Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat jetzt der Kollege Lothar Binding das Wort.